Politischer Aschermittwoch der SPD in Dortmund. Das Postengeschacher um den SPD-Vorsitz reicht mir. Deshalb bringe ich meinen eigenen Kandidaten gleich mit. Und wo finde ich den? In irgendeiner Kneipe. Bernd Borowski. Herr Groschek, wir haben einen Kandidaten für Sie. Was denn? Nee, geben Sie mir ruhig die Hand, was ist denn los? Was ist? Du noch gar keinen Gag gemacht? Das war leicht zu belustigen, der Mann. Herr Borowski kommt woher? Ich komme hierher. Ist eigentlich egal, ne? Ja, ist ja nicht egal, wo Sie herkommen, da kann man jetzt mal ein bisschen konkreter sein. Okay. Ja. Aus Remscheid komme ich, ne. Ja. Und Sie haben also schwer Bock, den Job zu machen? Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Er hat keine Ahnung und keine Ideen, aber es hat sich bei Martin Schulz ja auch nicht gestört, ne? Ja, das könnte vielleicht eine ganz gute Voraussetzung sein, ne? Ja. Wir wollen immer nur die Besten haben, das ist so, oder? Bei der SPD wollen Sie wollen immer nur die Besten, warum kriegen Sie sie denn nicht? Das ist ja auch die Frage. Das ist jetzt eine Frage, die wir üben noch. Sie üben noch? Ja. Wie viele Jahrzehnte üben Sie noch weiter? Das ist eine Wellenbewegung, auf und ab, jetzt geht wieder auf. Wobei die Welle eher unten ist, muss man sagen. Ja, ne? Das stimmt, gerade recht, ne? Wer wäre für Sie der beste SPD-Parteivorsitzende? Gar keiner. Wir nehmen Nahles. Nee, nehmen wir nicht. Wir nehmen den Herrn Borowski. Herr Borowski nehmen wir nicht, wir nehmen Frau Nahles. Kommen Sie mal her, Herr Borowski. Frau Nahles ist die Geeignete. Und die würde meine Stimme kriegen und Unterstützung. Gut, aber sie ist eine Frau. Ja, das macht doch nichts. Wir brauchen doch Frauen. Ja, aber nicht in der Politik. Also zur Vermehrung brauchen wir Frauen, aber nicht in der Politik. Ja, das ist der größte Schwachsinn. Wieso? Also dann sind Sie auf dem falschen Dampfer. Wer sowas sagt, ist absolut diszipliniert. Sind Sie schon gespannt auf die Rede von Frau Nahles? Ehrlich? Ja. Nein. Dann haben wir was gemeinsam? Ich denke schon. Ja. Weil, wenn sie sprechen kann, ne, stimmlich, ja, wird glaube ich nichts bei rumkommen. Also, ich würde mich auf ein Duell zwischen Frau Nahles und mir freuen. Und zwar nackend auf den Tisch, bis es quietscht und ich gewinne. Das sage ich Ihnen. Würden Sie da mitmachen? Nein. Frau Nahles, Sie können wieder gehen. Wir haben den neuen Vorsitzenden, Herrn Borowski. Herr Borowski, sagen Sie mal Bätschi. Bätschi. Das ist doch fantastisch. Der Mann ist seit 35 Jahren in einer unglücklichen Beziehung und trennt sich trotzdem nicht von seiner Frau. Sehen Sie die Parallele? Ja. SPD, CDU, sehen Sie die Parallele? Sehen Sie, habe ich ja auch das Problem. Haben Sie auch das Problem? Ehrlich? Ja. Finden Sie denn, dass Frauen generell auch geeignet sind für den Parteivorsitz? Ja. Finden Sie? Ja, und Männer auch. Und Menschen und überhaupt. Ja, ja. Menschen, die denken können, wären mir am allerliebsten. Menschen, die Demokratie verstehen und sie dann auch noch machen, weil das ist einfach schlichte, stille, blöde Arbeit. Und wäre Ihre Partei bereit gewesen, für noch mehr Posten auf noch mehr Inhalt zu verzichten? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja, ich glaube ja. Den Eindruck habe ich. Und Sie sind trotzdem in der Partei? Noch. Wie lange noch? Ein paar Stunden. Ein paar Stunden? Oder? Ja. Jetzt ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ich hab's mit. Okay. Wollen Sie mitnehmen? Ja, glaube ich. Also. Wollen Sie Andrea geben? Ja, wenn ich sie kriegen kann, gebe ich sie ihr. Geben Sie ihr. Ehrlich jetzt? Ja, können wir machen. Von wem? Von? Ja, steht drin. Andrea Schürz. Alles klar, wenn ich sie kriege, gebe ich sie ihr. Danke. Das ist mal ein Wort, ne? Frau Nahles, ich habe hier eine Retour. Okay, dann nehmen Sie es, Herr Borowski. Sie sind ja noch kein Mitglied. Alles klar. Lutz van der Horst, liebe Zuschauer.